Und so brecht ihr auf nach Zollteich und nach Ehrenreich, oder wie? Norden und Süden? Ich kann nicht, ach, da unten ist Ehrenreich, ja. Ich werde, glaube ich, nach Brunsdorf reiten, oder? Wie weit ist das? Warte kurz. 7 Meilen, ja, schaffe ich locker. Ja, in Brunsdorf kannst du sehen, dass die wohl auch gerade auf dem Weg sind, nach Norden zu reiten. Und du wirst wohl noch kurz darauf angesprochen, wer du bist. Und wenn du deinen Namen sagst, hat man sich dich dicker vorgestellt. Was auch immer das bedeuten soll. Zumindest verlangen die Leute von dir ein Pferd. Du kannst ja dann aber auch abwimmeln. Ja, mit viel zu wenig Schlaf können dann Rafim, Ömer und Abel mir in Gallis wieder erwachen. Wir haben es jetzt ungefähr 10 Uhr morgens, seit, wie gesagt, die ganze Nacht durchgeritten, haben dann nur noch ein bisschen Schlaf nachgeholt und erwacht dann immer noch mit klopfendem, pochendem Schädel. Ihr fühlt euch sehr gerädert, bis auf Ömer. Der strahlt eine Wärme aus und dem Ömer geht's. rennt den Bergfried hinauf und ruft an den anderen: Ich muss schauen! Jetzt ist es tagsüber, jetzt muss ich schauen, ob ich die Wolke sehen kann! Ja, Und ich rennt den organisiere Berg runter. Pferde. Ich organisiere Pferde. Wartet, vorher. Ich gehe doch mal am Chortempel. Ich renne zum Chortempel. Ist da noch jemand? Im Chortempel werden auch noch Leute sein, ja klar. Ich suche jemanden, der möglichst böse aussieht, also vermutlich ein Geweihter ist. Den wirst du wohl finden, ja. Ja, hey, habt ihr Pferde? Kommt ihr mit nach Wehrheim? Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Ich Einen kann. nutzlosen Kampf eher dann wohl in Wehrheim führen als hier in Galles. Hey, ich besorge euch Pferde. Uns ist zwar nicht so ganz nach Weglaufen zumute, aber wir sehen schon ein, dass das nicht so viel Sinn macht. Glaubt mir, da wird ein Kampf auf euch zukommen. Es wird der Kampf aller Kämpfe sein. Ja. Die Rondrianer sind schon gefallen. Jetzt kann nur noch Kor das Mittelreich halten. Dass die Und nicht mehr Rondrianer nach. fallen, ist auch kein Wunder. Ja, aber jetzt bald, da werden sie die Mittelreich erst einsehen. Wenn Kor ihr Reich rettet, schon bald werden sie sich von Rondra abwenden und endgültig Kor als einzig wahren Gott des Krieges anerkennen. Das Wir müssen wohl. diese Chance nutzen, Brüder. Wir Sehr müssen gut. zeigen, dass nicht die Rondrianer das Mittelreich retten können, sondern nur die Macht Kors. Unsere Schwerter werden sich ins Mittelreich schneiden. Glaubt mir. Sehr Es ist gut. eine Chance. Genauso wie es eine Schlacht ist. Kor bietet uns eine Gelegenheit. Dann beweisen wir uns der Kaiserin in Wehrheim vor den Mauern und soll sie einen Erlass erklären, der Rondra verdrängt. Haha, wie in Konchom. Ja, wir werden dir zeigen, was es bedeutet, wenn Männer Kors in die Schlacht ziehen. Wir lassen uns nicht austricksen, wir sind nicht wie Rondrianer. Nein, sie wird lernen, sie wird sehen. Sie werden es alle sehen. Jeden einzelnen Untoten zu einem Duell herausfordern. Also gut, Männer, macht euch auf, besorgen wir uns ein paar Pferde. Ja! Ich gehe vor und besorge den Männern Pferde. Ja, wenn du zurückkommst, wirst du feststellen, dass die sich bereits ja, dem einen oder anderen Bauern, adligen Sohn oder irgendjemand, der gerade noch so einen kleinen Stall hatte, werden sie sich dann dem angenommen haben. Also hier wird dann auch, ohne auf dich zu warten und deine gaugräfliche Autorität, die werden jetzt plündern. Sie werden Pferde akquirieren. Das ist ja im Sinne Kors. Das wirst du zwar nachträglich vielleicht so in deine Tagebücher schreiben, Ja, richtig. aber die Stadtwache wird das auf alle Fälle als Plünderung ansehen. Aber gut, wer ist man, dass man dann Chorgeweihte aufhält? Die werden also sich auf alle Fälle eine ganze Menge Hass zuziehen. Ich würde, wenn ich einen finde, einen Apothekarius aufsuchen. Wirst du sicherlich auch finden. Sturm in den Laden rennen. Was habt ihr da? An Stärkungsmitteln. Kräutern. Ja, ein paar Kräuter. Also hier sind Kräuter aus dem Wald und das sind Kräuter aus dem Sumpf. Habt ihr Donf? Donf? Ja, Donf habe ich. Was habt ihr noch so? Ich stürme die Theke, zerr an diesen Schubladen wahrscheinlich herum, in denen die Kräuter versteckt sind. Ja, Pflanzenkundeprobe. Ach, habe ich nicht. Jetzt ableiten auf Alchemie plus 5. Du bist so ein Gummelmagier. Ehrlich. Alchemie hat er Aber wahrscheinlich auch nur auf wo ist 4 das oder weiße so. Pulver?
Woher ist denn das Handwerk? Hey, ja. Abel mir. Du findest all die Kräuter, die du suchst. Ja, gut, weil diese rote Stärkungspastillen einstecken, gegen Fieber, gegen Erschöpfung. Ja, also so kleine weiße gepresste Tabletten, da ist dann noch irgendwie lustige Symbole drauf abgebildet. Du kannst ja dann noch irgendwie, der Apotheker hat sich da wohl einen Spaß gemacht, ein Boronsrad reingeritzt und das wird schon irgendwie seine Bedeutung haben. Irgendwie ein Drachen reingeritzt und eine Hesindeschlange. Jetzt zur Not, lass mich erklären, wofür die einzelnen Kräuter gut sind. Vielleicht lerne ich ja noch was. Er hat jetzt gerade keine Lust, dir das irgendwie zu erklären. Nachdem du hinter seine Theke gerannt bist, dann schnapp ich mir und rennt er raus und ruft nach der Stadtwache. Hier geblieben! Alarm! Im Namen der Inquisition! Alarm. Stehen bleiben! Ja, du bist alleine. Wie gesagt, vor dir eine große, ja, viele, viele Kräuter, Tabletten, irgendwas mit Tränken. Ich breite die erstmal alle auf dieser Theke wahrscheinlich aus, von denen ich meine, dass ich sie gebrauchen kann. Und ja, wenn er mir nicht hilft, dann plündere ich seinen Laden sozusagen. Ja, kannst du auf alle Fälle machen. Du weißt nicht genau, was du da einsteckst, aber es wird wohl hoffentlich helfen. Hoffentlich nimmst du nicht die Schlaftabletten mit. Genau. Ich habe sie erstmal ausgebreitet und ich hoffe, dass er irgendwann wiederkommt, der Apothekarius mit den Wachen. Ja, nach 5 Minuten kommt auf alle Fälle die Stadtwache mit Hellebarden an, die dann in den Laden reinstürmen. Halt! Wer seid ihr? Inquisition! Ihr seid festgenommen. Ihr könnt nicht die Inquisition festnehmen. Ihr seid festgenommen. Ich hole mein Schreiben raus und halte es ihm vor die Nase. Ja, könnt ihr lesen? Wenn du deine Hand in die Tasche steckst, dann wirst du sehen, dass die Hellebarden nach vorne zuckt. Ich werde dieses Schreiben jetzt hier herausholen. Was macht eine Hellebarde an Schaden? Ich weiß nicht. W6 plus 5 meine ich. Dann kriegst du jetzt 8 TP in den Arm, wo du gerade rein, ja, rausholen wolltest. Ich habe langsam... Legt euch auf den Boden! Legt euch auf den Scheißboden! Das werdet ihr bedauern. Ich lieg mir auf den Boden. Ja, dann wirst du gefesselt und abgeführt. Was du drüber. Immer rennt den Bergfried hinauf und schaut natürlich Richtung Osten, Südosten, sucht diese dunkle Wolke, die heute Nacht so purpurne Blitze geschmissen hat, um zu gucken, wie weit sie jetzt entfernt ist. Denn tagsüber kann man es ja viel besser einschätzen. Ja, es ist immer noch grau, immer noch neblig, also es regnet sowieso die ganze Zeit, deswegen die Sonne ist nicht zu erkennen, aber die Wolke ist auf alle Fälle nah herangekommen, das Zentrum der Wolke, wichtig, das Zentrum der Wolke wird... Nee, der Rand der Wolke, wie weit der Rand der Wolke von uns entfernt ist, sozusagen bis wir das mal erstmal in Dunkelheit getaucht werden, ja, das ist ja wichtig. Ja. Dann sind das wohl noch 7 Meilen. Ah, die Wolke! Und du kannst auch die ersten wandelnden Leichen sehen. Also klar, auf der linken Seite von dir sieht irgendwo ein riesiger See, der da auftaucht. Aber ja, du kannst mittlerweile eine Wand aus Körpern erkennen und auch das ein oder andere zuckende Getier und einen großen Drachen, mehrere große Drachen, die dann da auf ihren entweder 4 oder 6 Beinen herantorkeln, taumeln, wandeln, schreiten. Ja. Also die Wand kommt näher. Ja, schnell wieder runter den scheiß Berg, diese Treppen hinunter, um wieder zu seinen Freunden zu kommen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu den Pferden wieder und zu gucken, wo man Rafim sieht. Ja, man schaut erstmal. Bei den Pferden findest du mich. Ja, in der Stadt auf alle Fälle geläut. Genau, mal gucken, ob man Rafim unterwegs findet. In der Stadt auf alle Fälle geläut von mehreren Türmen, die da wohl nach Alarm künden. Irgendjemand schreit wohl Plünderung und die Wachen sind auf alle Fälle beschäftigt. Jetzt kümmert man sich auch nicht wirklich mehr um sowas wie eine Evakuierung. Die wurde zwar festgesetzt, und einige versuchen sich da auch noch irgendwie mit lauten Worten durchzusetzen. Aber dadurch, dass jetzt eben auch geplündert wird und ein paar Chorgeweihte sich dann Pferde stehlen und dann irgendwo die Tore durchbrochen sind, irgendwie sowas wird zumindest gerufen, dass die Drachentore durchbrochen sind, ist es Chaos. Von Abelmir keine Spur. Ja, man geht etwa zu seinen eigenen Pferden, hofft, dass man unterwegs Rafim und wo sieht oder vielleicht bei den Pferden findet, wer weiß. Ja, ich würde die Chorgeweihten und die ganzen Chorsänger zusammenbringen. Hier, wir sammeln uns! Abritt innerhalb der nächsten 30 Minuten! Macht euch bereit! Du siehst sie nicht mehr. Sie sind dann aufgestiegen auf die Pferde und dann in Richtung Drachentor geritten. Haben sich dann kurz ein paar Wortduelle mit den Wachen geliefert und die Tore sind dann aufgemacht worden. Sind dann runtergeritten. Die Chorgeweihten sind weg. Also du kannst dann immer bei deinen Pferden finden.
Rasim, wo ist Abelmir? Keine Ahnung! Ich hab uns Korgemeinde gehört. Hier unsere Wache. Hey du, Wache, hier. Ja, ja, mein Herr. Habt ihr hier irgendeinen verlausten Magier gesehen, der hier rumgelaufen ist? Magier? Meines Wissens haben wir nur einen Magier in der Stadt. Ich glaube, wurde der nicht vor ein paar Minuten verhaftet? Wurde der denn verhaftet? Wo ist der Knast? Das Gebäude. Ihr müsst hier runter. Ach, das sind so viele Gassen und... Moment, ich führe euch. Ja, los. Ich nehme doch Abel. Nimm unsere drei Pferde mit. Ich hoffe, genau. Die Stadt brennt nicht. Die Untoten sind 7 Meilen entfernt. Los jetzt. Ja, nach ein paar Minuten erreichte dann Abelmir, der gerade immer noch vorne sitzt, wurde also noch nicht runter in die Gefängnisse gebracht, sondern sitzt da gerade und muss dann einem Weibel gerade erzählen, warum er da jetzt diesen Kräuterkundigen ausgeraubt hat. Hat dann auch vor sich dieses gaugräfliche Schreiben liegen, was er mit einem Zwicker gerade begutachtet und das wohl nicht ganz für voll nimmt, als ihr dann ihn dort erreicht. Ja, meine Herren, die Sache ist beendet. Wir sind auch Gaugrafen und wir nehmen diesen Gaugrafen jetzt mit. Seht ihr? Verdammter Weibel. Wie? Ihr habt ihn geschlagen und habt ihn ausgeraubt. Das machen doch keine Gaugrafen. Ich habe ihn nicht geschlagen. Ich habe gerufen, Inquisition. Stehen bleiben. Er behauptet, dass ihr ihn geschlagen habt. Mein Herr, das ist ein Gaugraf, der mit inquisitorischer Vollmacht unterwegs ist. Und 7 Meilen von der Stadt entfernt sind Untote. Das ist A, nicht der Zeitpunkt, um ihn zu befragen. B, seid ihr gar nicht in der Position, ihn zu befragen. Verdammte Scheiße, jetzt evakuiert diese miese Dreckstadt. Das sind 7 Meilen, bis die Untoten hier einmarschieren, hat auf diesen Magier zu verhören. Das ist total lächerlich. 7 Meilen sind sie entfernt. Ja, was soll ich denn machen? Du bist ein Arsch auf das Pferd. Wir müssen jetzt los nach Wehrheim und Wehrheim verteidigen. Verdammte Hacke. Ich stehe auf und drehe mich um diese Fesseln wahrscheinlich abzunehmen. Ich filme wahrscheinlich die Fesseln, wie ich davon aus. Ja, Ömer kann dann schnell Fesseln durchziehen. Los. Ömer kann durchziehen, kann ihn dann entfesseln. Da wird dann der Weibel auch nichts gegen sagen. Ömer Dolch sieht total verrostet aus, aber er reicht gerade so aus, um das Ding durchzuschreiben. Ihr seht, dass Ömer Dolch super verrostet dann ist. Greife ich mir dieses Schreiben, mein graugriffes Schreiben, steck's ein und sprinte die Treppe hoch. Ömer, dein Dolch rostet ja auch, meiner auch. Ömer greift die Tasche, greift einmal zu, zieht raus und schmeißt dem Mann 20 Dukaten vor die Brust. Hier, bezahlt den Mann, dass der Mann nicht tot unglücklich ist, jetzt hat er einige Kräuter verloren hat, die wir mitnehmen. Jawohl, danke. Es ging nicht um das Geld, es geht hier um das Leben von Menschen und um die Seelen. Jetzt lasst uns inquisitionsmäßig arbeiten. Und Ömer dreht sich rum, los, gehen wir. Scheiß los. Auf das Geld. Los, wir reiten. Und so, mit frischen Pferden ausgestattet, könnt ihr Galles wieder verlassen. Abelmir, ihr schuldet mir 20 Dukaten, ruft irgendwann unterwegs beim Reiten entgegen. Ja, sicherlich. Vor euch könnt ihr relativ nah die ersten menschlichen Söldner erkennen. Und zu eurem Ersetzen kennt ihr eine davon. Ganz vorne reitet Varena von Mersing. Ach du Scheiße, Rafim, siehst du, was ich sehe? Söldner? Keine Ahnung. Was soll ich da sehen? Worauf reitet sie denn? Die Alte. Ja, die ist gar nicht so hot. Ja, was ist mit der? Ach, schon okay. Schon okay. Wie heißt die nochmal, Abelmir, die Alte? Irgendetwas von Mersingen. Ich glaube, Jaland hatte gegen sie gekämpft. Varena? Ich glaube, Varena. Die auf dem Streitwagen, oder? Das war doch die auf dem Streitwagen. Das wäre eine unangenehme Person. Ja, los, weg hier. Ja. Geben wir dem Pferd die Sporen Richtung Talf. Ja, dann können sich Abelmir, Ömer und Rafim im Laufe des Tages wieder zurückschlagen und Gades hinter sich lassen. Wenn ihr noch einmal zurückseht, könnt ihr Vögel über euch kreisen sehen, über euch hinwegziehen sehen in Richtung der Gebirgsgipfel. Ob sie noch am Leben sind, ist eine ganz andere Frage, denn wirkliches Gefieder könnt ihr an ihnen nicht erkennen. Im Süden könnt ihr wieder die regenschwangere Schwarze mit lila zuckenden Blitzen, die Wolke erkennen, die sich dort ausbreitet und ihre Arme ganz langsam um Galle schließt. Von einer kleinen Kuppel aus könnt ihr dann noch einmal über die Bernfahnebene sehen, die hinter euch liegt, in der Ferne die
Streifen von Licht, ein bisschen Regen, der immer noch niedergeht und kalt. Unter euren Füßen könnt ihr sehen, wie sich das Gras verdorrt, wie die Pflanzen vergehen und sich winden, gegen die Wolke ankämpfen, aber letztendlich dann kaputt dorren. Ja, die Stadt Galles liegt immer noch wehrhaft auf dem Berg. Ihr könnt einige Flüchtlinge noch sehen, ein paar Ströme, die dann ja, sich versuchen, nach Norden durchzukämpfen. Aber auch hier könnt ihr dann bald sehen, dass sich dann Teile der feindlichen Armee, vor allem diejenigen, die flugfähig sind, auf diesen Flüchtlingstreck stürzen und sie dann teilweise zerreißen, hoch in die Luft heben oder ja, sie einfach angreifen, sie töten. Was zum Glück aus der Entfernung nicht weiter zu, ja, mit Details ausgeschmückt wird. Was euch am meisten erschüttert, ist einfach die schwarz-violetten Banner, die Arocker ruhen darauf, die immer zuordnen kann mit seiner Magiekunde, und die wankenden Soldater-Eskar der Untoten, die unaufhaltsam vorwärts stürmen. Lautlos. Keine Rufe. Kein Schreien, kein Wort oder Schlachtgesang, nur tausendfache Scharren, Schleifen, Knochenknirschen, fahle Gebeine, die vorwärts wanken, Schritt um Schritt. Sie wirken, als würden sie so lange in Bewegung bleiben, bis die Sterblichen aller Lande im Takt des endlosen Heerwurms mitmarschieren. Skelette klappern in rostigen Harnischen, Zombies kauern auf Kadavergäulen, Brandleichen hinterlassen rußige Spuren. Und einige Vogelscheuchen, die dort ebenso mitwanken. Pferdeschädel, die dort starksen, übermannshoch in den Reihen. Viele Kavalleristen, die ihr erkennen könnt. Einige sogar mit den Zeichen aus Oron. Die Untoten präsentieren rostige Waffen und abartige Klauen. Und überall um euch herum das Wirbeln der Schwärme von Krähen. Im Zwielicht der Wolke marschieren auch Lebende, Streiter, Söldner und Totschläger aus den Schwarzen Landen. Sie begleiten einige Geschütze und Tross, Onager, Ballisten, schwere Ochsenwagen. Irgendwo im Zentrum des Heeres ist die Quelle der Finsternis, der Wolke zu erkennen. Eine stetig rußende Rauchsäule, die ihre unheil, ja, verströmende Schmiere nach oben schleudert. Ähnlich wie damals in Yol'Gurmak, die Brandsäule, nur dass es dieses Mal Pest ist. Die Pestbeule aus Wahrung ist aufgeplatzt und der Eiter quillt hervor. Immer hat ein besonders mulmiges Gefühl und du merkst ein Ziehen und ein Reißen in deinem Rucksack. Immer sagt, können wir kurz anhalten, ich muss mal austreten. Bitte, halt euch aber. Aber schnell, wir haben keine Zeit. Ja, dafür müssen wir kurz Zeit nehmen. Wilmer tritt aus und geht natürlich irgendwo hinter so ein Gebüsch und fängt mal an, im Rucksack zu kramen und holt mal heraus, was denn da sich so bewegt, und nimmt es jetzt sozusagen wirklich in die Hand, öffnet das Tuch und schaut sich's an. Ja, vor dir kannst du den, ja, dieses unheilige Artefakt erkennen, was dort glost und glimmt, in einem Orange aufleuchtet. Es sieht tatsächlich aus wie ein Tannenzapfen, möchtest du meinen, mit Schuppen. Jede einzelne Schuppe ist mit Runen beschrieben. Der ewig währende Name von Rastes. Immer nimm den kleinen Zeigefinger und berühre das Artefakt jetzt einfach mal kurz. Ja, es ist kalt. Kalt und klebrig. Sonst scheint nichts weiter zu passieren. Immer kramt nach einem, immer kramt jetzt nach einem Stück Leder, bindet das um diesen, naja, Tannenzapfen herum, bindet sich das um den Hals und hängt sich das um den Hals unter die Kleidung. So, jetzt wollen wir sehen, ob mein Schicksal sich erfüllt oder nicht. Was auch immer mein Schicksal hier sein könnte. Immer! Wir müssen weiter! Ja, ich komme. Und immer packt den Rucksack wieder zu, pinkelt noch einmal ganz schnell und kommt dann sofort. Ja, Entschuldige, hat was länger gedauert, bin sofort da. Seelen für deinen Thron. Die Lebenden für Galotta, die Toten für Assassor. Seelen für deinen Thron. Plagen, Leid und Verfall für das Land. Hass für Blackaratz, Albträume für Targunitot.
Doch du frisst die Seelen, stiehlst sie vor dem Sultan, vor der Knochenmühle. Junge bleibt wie angewurzelt stehen. Habt ihr es auch gehört? Was? Die Pferde? Ja, die sehen auch ganz gut aus. Ich glaube, ich höre Stimmen. Immer, das ist nicht der Moment dafür. Nein, ich meine das ganz ernst. Immer steigt aber wieder auf, hat etwas leeren Blick. Schaut dann zu Abelmir an. Ich glaube, ich höre tatsächlich starke Stimmen. Was sagen Sie? Dass ich irgendwelche Seelen stehlen soll. Ömer. Ja, lass uns weiter reiten, wir haben keine Zeit dafür. Ich weiß, aber ich wundere das und ich dachte mir, ihr solltet das wissen. Denk einfach daran. Chor ist mit dir. Deiner dunkelsten Stunde steht er an deiner Seite. Wenn auch alle anderen Götter vielleicht schon geflohen sein mögen, er wird da sein für dich. Man reitet neben Rafim. Rafim, wenn ich irgendwie meinen Verstand verlieren sollte, weil ich zu einem untoten Sklaven werde, musst du mich erschlagen. Ich will nicht in dieser untoten Armee mitwanken. Ich erwarte von euch dasselbe. Und ich schaue euch beide mal an. Sollte mein Körper untot wandeln, möchte ich von euch, dass ihr mich beendet. Zumindest, wenn man den Verstand verliert, wenn man den Verstand noch hat, kann man da noch viel selber tun, dass man in einen Boron-Tempel geht und dort bittet, begraben zu werden, von Boron-Geweihten, aber... Ich will dafür sorgen, dass eure Körper ordnungsgemäß bestattet oder verbrannt werden. Seid euch sicher. Sehr gut. Ich habe momentan das Problem, dass ich nicht genau weiß, was mit mir hier so passiert. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter verfaule und verfalle und dadurch vielleicht untot werde. Vielleicht werde ich zu einem Untoten und kann einen Schlag gegen die Feinde ausführen. Deswegen sagte ich das auch so explizit mit dem, wenn ich den Verstand verliere. Ihr habt das Artefakt doch noch eingeschlagen, oder? Ich trage es jetzt um mich herum. Vielleicht sind das auch die Worte, deswegen die ich hier... Warum tut ihr sowas? Weil ich glaube, dass es der Weg ist. Ich weiß es nicht, ob es der Weg ist, aber... Deswegen habe ich ja gesagt, ihr müsst mich erschlagen, wenn ich untot werde und meinen Verstand verliere. Ömer, gib mal deine Hand her. Ömer gibt ihm seine Hand und zieht den Handschuh aber vorher aus. Ja, du merkst, Rafim zieht seinen Dolch, der überraschenderweise immer noch rostig ist, schneidet erst in seine eigene Hand, schneidet dann in deine Hand. Chor, heute hier opfer ich dir mit meinem Bruder zusammen Blut. Wir finden vielleicht nicht ein Alter von dir für dich hier und heute, aber hier, heute wird Blut für dich fallen. Und wir bitten dich... dass Ömer seinen Verstand behalten mag, bis Werheim, bis wir in deinem Namen sterben dürfen, bitten dich um deinen Segen, dass du bei uns reitest, auf dass deine Manticore auf den Feind herniederfallen, so wie wir es tun werden. Mein Keine Blut Sorge, für Chor. Ömer. Mein Blut für Chor. Und Rafim schmiert sich mit seiner Hand das Blut ins Gesicht. Ömer macht das jetzt auch. Ein fernes Donnergrollen, begleitet von dem schwarzen Blut, was jetzt in Rafims Gesicht klebt. Ich schaue mich mal nervös um. Los, weiter! Weiter für Chor! Für Chor! Mit besorgtem Blick können Jalan, Kiaras und Isarun gemeinsam mit den anderen Söldnern wieder in Talf zusammentreffen. Habt den ganzen Tag die verschiedenen kleinen Gebiete rund um Talf abgeklappert. Auenhuf, Wutzflucht, Ehrenreich, Weltfahren, Reinheim. Und mit einem unguten Gefühl schaut ihr jetzt in Richtung Osten. Die Blitze könnt auch ihr jetzt schon sehen, die dort in der Entfernung niedergehen, ein Gewitter, was sich ankündigt. Und während ihr gerade den Beschluss gefasst habt, dass ihr losreiten solltet, um eure Freunde zurückzulassen, könnt ihr sehen, wie Rafim, Abelmir und Ömer euch entgegenkommen. Zu Fuß. Die Pferde haben es unterwegs nicht geschafft. Da, seht ihr? Bastard haben es doch noch geschafft. Ich hätte schon fast nicht mehr dran gedacht. Ömer winkt. Ich galoppiere hier sofort auf ihn zu. Hey! Wir haben es geschafft. Leider sind die Pferde unterwegs verreckt. Und wir beinahe auch. Varena von Mersing führt verdammt nochmal die gesamte Speerspitze der Untoten an. Ich scheiß Varena. Wirklich. Ihr hättet sie echt beim Turnier erschlagen sollen. Scheiße. Ja, das hätte ich.
Answin hat natürlich Nutisana rausgeboxt. Oh, das kann nicht gut werden. Komm, ich reiche ihm die Hand runter. Und wenn er wieder annimmt, ziehe ich ihn dann auf mein Pferd hoch. Ja, ich glaube, meine Krankheit ist etwas schlimmer geworden, aber wenn ihr keine Angst davor habt, dann los. Die 2 Tage wird es jetzt auch nicht mehr kommen. Los, gut. Habt ihr noch ein Pferd? Leider nicht. Ich nehme an, ich hoffe, ich fürchte, ihr beide werdet euch mit dieser Run und Kerwas arrangieren müssen. Ich ziehe Isarun vor. Dachte ich mir. Nun, dann mal los. Keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, die Söldner bereits instruiert, dass sie nach Wurzenwald ausweichen sollen. Wir sollten nach Werheim, oder? Wir werden nach Werheim. Voll im Galopp. Für Chor. Für Chor. Dann geht's jetzt mal zurück. Ja. Isarun, Kerwas. Ihr werdet euch wohl ein Pferd mit den beiden teilen müssen. Wir müssen los. Es wird wohl gehen müssen. Natürlich. Ich steige hinter ihr auf. Soll ich reiten oder wollt ihr? Ich glaube nicht, dass man das Pferd reiten kann, außer man ist Rayani, oder? Das Pferd reitet man ohne Sattel. Oh. Nun, ja, wenn ihr klarkommt ohne Sattel. Ich überlasse das ganz euch. Mal den Fachmann ranlassen. Setzt euch einfach hinter mich. Ja, ich halte mich auch an Kiaras fest. Er ist ja ein hübscher Junge. Klopft an mein Pferd auf die Seite. Du schaffst es, meine Hübsche. Dann mal los. Auf zur letzten Schlacht. Auf zur letzten Schlacht. Und so reitet ihr wieder gemeinsam von Talf aus. Erlgau. Nach einer Tagesreise, die ihr mit den Pferden voran reitet, 40 Meilen, kurz vor Berle, brechen dann auch eure Pferde zusammen. Ich stopfe meinen Pferd einen Heiltrank rein. Ja, die... Gibt es in Erlgau eine Möglichkeit, die Pferde zu wechseln, oder sind die ja auch schon alle weg? Ihr werdet feststellen, dass wohl sämtliche Leute mittlerweile mitbekommen haben, dass die Untoten kommen, und man hat dann alles irgendwie beiseite geschafft, wenn das möglich war. Die Flüchtlingsströme machen sich eilig auf den Weg. Immer wieder gibt es zwar ein paar Bauern, die in den Gehöften sich verschanzt haben, einige wenige, aber naja, also die meisten Pferde sind natürlich schon weg, und es gibt noch ein paar Rinder, die jetzt irgendwie geflüchtet sind, ausgebüxt sind, die jetzt nochmal von den Weiden getrieben werden müssen. Es gibt, ja, also es gibt noch ein paar Pferde, die sind allerdings auch eher krank, und ihr könntet die dann versuchen zu annektieren, aber wirklich gute Pferde werden das wohl nicht sein. Die werden wohl auch nicht lange machen, könntet das natürlich versuchen. Auch dann der Heiltrank, die Flüssigkeit, die dann Kiaras seinem Tier in den Rachen schüttet, wird wohl wenig bringen. Das liegt einfach daran, dass die Krankheit, was auch immer es ist, sich unaufhörsam in die Gedärme weiter fortgefressen hat, und ja, auch die äußeren Anscheine, die ausfallenden Haare, die dann von dem Pferd nach und nach runterfallen, und der körperliche Zustand geht einfach kaputt. Dann möchte ich nachher eine Liturgie sprechen. Ich habe eventuell etwas. Ich zücke meinen Rucksack und breite mal die Feute, die ich in Gallis organisiert habe, mal aus. Könnt ihr davon irgendwas gebrauchen? Oh, das riecht ja, als hättet ihr einen Apotheker ausgeraumt. Hat er auch, da rollt sich dann nicht mehr aus dem Knast holen. Das ist eine andere Sache, das tut jetzt nicht zur Sache. Habe mir war mal wieder in Ketten. Das ist egal. Nicht ein wahr, Missverständnis. Oder? Ja doch, wir mussten ihn aus dem Gefängnis holen, weil er den Apotheker geschlagen hat und die Sachen an sich genommen hat. Kerras, seht euch das mal an. Mein Pferd mag nicht müde werden, aber die Krankheit scheint ihm zuzusetzen. Diese Pillen sehen aus wie eure, nicht wahr? Lass mich mal sehen. Keine Ahnung. Also meine riechen irgendwie ein bisschen nach Schweiß, habe ich immer das Gefühl. So wie als wenn man sozusagen einem Zwerg oder einem Pferd im Hintern leckt, wenn es frisch geritten ist. Erkenne ich irgendwas wieder? Was tut ihr in eurer Freizeit? Wisst ihr etwa nicht, wie Pferd am Hintern schmeckt? Nicht die frisch gerittene Pferde schmecken, nein. Wie? Was? Wieso müsst ihr das? Zwerge, ich meinte Zwerge.